Ich verlasse offiziell das Hotel Mama und ziehe in meine erste eigene Wohnung. Und es fühlt sich einfach so komisch an, weil langsam muss man sich um ganz andere Sachen kümmern, wie Haushaltssachen einkaufen. Das hat normalerweise meine Mutter immer erledigt. Ja, heute war ich shoppen und es gibt den ersten erwachsenen Haul von mir, der by the way gratis war, weil ich mit Pfandflaschen bezahlt habe. Ne? Ich muss mich langsam an das arme Studentenleben gewöhnen. Das ist eine spannende Sache. SpongeBobs, sehr, sehr wichtig. Diese Dinger. Und diese Dinger, ich habe immer einfach die günstigste Scheiße genommen, weil ich einfach den Unterschied von Schwemmqualität nicht sehe, sorry. Scheuermilch, ganz wichtig, das ist ein Must-Have. Glasreiniger, ich habe auch einfach irgendwie das günstigste über Penny genommen. Honestly, ich check, wieso meine Mom mich seit Jahren immer angemeckert hat, wenn ich nicht sparsam mit so Spülsachen umgegangen bin, weil das ist voll teuer. Das ist unnormal, was ist das denn? Dann habe ich noch Tee. Marokkanische Minze, Freunde. Zahnpasta. Brilliant White. Ich hoffe, das macht weiße Zähne. Mal gucken. Ich merke gerade, wie unfähig ich eigentlich bin, alleine zu wohnen. Weil solche Sachen hat immer meine Mutter eingekauft. Also ich weiß gar nichts gerade. Oh mein Gott. Und Kühlpizza noch gekauft. Und so diese Knabberbox. Kennt ihr die? Die sind so geil. Welches davon mögt ihr am meisten? Die, oh mein Gott. Diese komischen Sterne. Die so gut gewürzt sind, wisst ihr? Nutri-Code E, damn. Ja, die Snacks sind, weil wir seit 3 Tagen streichen und einfach nichts auf die Reihe bekommen. Weil wir uns selber anmalen, anstatt die Wände tatsächlich. Heute kriegen wir das Ganze zu Ende hin, weil I'm sick of wearing the same outfit for 3 days. Weil Leute, guck mal, wie ich aussehe. Gib mir gerne Tipps. Falls jemand eine Liste hat von so Must-Haves, haushaltsmäßig und sowas, weil ich kenne mich null damit aus, gerne her damit. Ich freue mich drauf. Ja, ich fühle mich so erwachsen. Ich war an dieser Stelle und ich fahre jetzt die ganzen Sachen in die Wohnung.